1912 hat das Rheinkraftwerk Augstweiler den Betrieb aufgenommen. Am Samstag, 1. September, auf den Tag genau nach 100 Jahren, haben die Kraftwerke Augst AG und die Deutsche Energiedienstholding einen Tag der offenen Tür organisiert. Das Kraftwerk Augstweiler besteht aus zwei Maschinenhäusern. Die sind spiegelbildlich auf der Schweizer und deutschen Seite vom Rhein angeordnet. Verbunden werden sie mit einem 220 Meter langen Wehr. Wir befinden uns hier beim Zwillingskraftwerk Augstweiler auf der Schweizer Seite, im Kraftwerk Augst. Das Kraftwerk Augst hat 7 Turbinen von 1994 und 2 Turbinen von 1914. Wir befinden uns hier im alten Teil des Kraftwerks Augst, bei den alten Maschinen. Zwei von diesen Maschinen sind noch im Betrieb. Eine von den alten Maschinen ist als Museumsmaschine zu Weg gemacht. Man kann dort mit einer geführten Führung durchlaufen, dort wo früher das Wasser durchgerauscht ist. Das ist selten, das ist nur beim Kraftwerk Augst der Fall, weil wir hier beim Umbau eine alte Maschine haben müssen opfern. An einem Modell wird der Besucher die Funktion der modernen Turbinen erklärt. Wir gehen jetzt auf dem Wehr auf die deutsche Seite der Kraftwerksanlage. Wegen dem starken Regen in den letzten Tagen muss ein Teil vom Wasser ungenutzt abgelassen werden. In der Mitte vom Wehr, beim Pfeiler Nummer 5, befindet sich die Landesgrenze. Heute wird diese Marke von den Fußgängern und Velofahrern kaum noch wahrgenommen. Wir begegnen auch zwei Arbeiter, die beim Bau des Kraftwerks zwischen 1908 und 1912 dabei waren. Weißt du noch, Reto, wo wir das Wehr gebaut haben? Ja, Pfeiler, die haben wir ja aus Granit gebaut. Von Schweizer Seite bis zur Grenze Gotthardgranit. Ja, aber auf der deutschen Seite Schwarzwälder Granit. Bis an die Grenze hin. Bis zum Pfeiler Nummer 5, dort ist ein Teil der Granit. Ja, sieht man heute noch. Ja. Ja, das war eine Sache. Das ist eine gute Sache. Da. Wegen dem Zoll. Ja. Zwei Tage vor dem Tag der offenen Tür hat auf dem deutschen Werksgelände der offizielle Festakt stattgefunden. Die Ankunft von der Bundesrätin Doris Leuthard. Sehr verehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich als gemeinsamer Gastgeber von Kraftwerk Augst und von Energiedienst AG zur 100-jährigen Feier der Inbetriebnahme des Zwillingskraftwerkes Augstweilen begrüßen. Am 1. September 1912 war es soweit. Die beiden Kraftwerke haben hier ihren Betrieb aufgenommen. Nach 80 Jahren lief die Konzession für das Zwillingskraftwerk, also Ende 1987, aus. Und die Schweizer Kontendenten, der Kanton Aargau und der Kanton Basel-Landschaft, haben den Heimfall des Schweizer Teils ausgeübt und dafür bereits 1983 die Kraftwerk Augst AG gegründet, die die Stadt Basel als Eigentümerin ablöste. Nach und nach wurde eine Francis-Turbine durch neue Straflow-Turbinen ersetzt und die verbliebenen alten Turbinen so modernisiert und überarbeitet, dass sie den heutigen Gegebenheiten auch dienen konnten. Im Grunde haben wir in eine bestehende Außenhülle neue Kraftwerke hineingebaut. Wäre die damalige Generation so zögerlich in der Anwendung neuer Technologien gewesen, wie das teilweise in unserer Gesellschaft ist, wären wir heute nicht da, wo wir sind. Wir sollten zurückschauen und uns ein Beispiel nehmen, mit welchem Mut, in welchem Zukunftsglauben neue Energien oder neue Technologien aufgenommen wurden, gerade im Energiebereich. Und wir haben ein riesiges Potenzial, dass man eben auch akzeptieren muss als Chance. Und diese Chance aufzunehmen, ist unsere Aufgabe in der heutigen Zeit, wie es damals eben die Aufgabe war der Generationen vor uns. Während im bundesdeutschen Durchschnitt nur 4% des Stroms aus Wasserkraft erzeugt wird, liegt der Anteil in Baden-Württemberg deutlich höher, in guten Jahren bei dem doppelten 8%. Hierzulande liefert die Wasserkraft damit fast so viel Strom wie alle anderen erneuerbaren Energien zusammen. Und leistet damit einen bedeutsamen Beitrag zur Sicherheit, Bezahlbarkeit und Klimaverträglichkeit unserer Stromversorgung. Und das ist gerade in diesen Zeiten von unschätzbarem Wert. Mehr denn je braucht Deutschland, brauchen unsere Industriebetriebe verlässlichen Grundlaststrom. Wir feiern heute
das Zwillingskraftwerk, weil es ein beständiges Beispiel für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Schweiz, zwischen den Kantonen, den Ländern darstellt, die ich mir auch für andere Bereiche wünsche. Weil es ein Vorbild ist für eine zuverlässige, permanent den technischen Fortschritt verpflichtete Energieversorgung darstellt. Und weil es für ein gelungenes Miteinander von Mensch und Natur einsteht. Die Zwillinge von Augst und Wielen, sie sind Beispiele lebendiger Nachhaltigkeit, Beispiele des Gemeinsamen, das wir suchen sollten. Herzlichen Dank. Am Ende des Festakts zeigt sich die gute Zusammenarbeit auch beim gemeinsamen Anschneiden der Geburtstagstorte.